Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten StarCraft 2 Replay Cast hier auf diesem Channel. Bis jetzt habe ich ja immer nur Map Editor Tutorials gemacht und euch noch nicht so wirklich gezeigt, wie man spielt, außer mal so ein bisschen. Kurz vorweg gesagt, ich bin Casual Gamer, ich habe hier ein Spiel von mir als Replay und das Ganze ist ein 3 gegen 3. Zufall, ich kenne die Leute nicht, mit denen ich spiele, wird man auch gleich im Chat lesen. Und ja, wir spielen auf dieser Map, und da fängt es auch schon an. Ich weiß nicht genau, wie die Map heißt, ist aber auch nicht ganz so wichtig. Wir sehen hier Protoss, Protoss, Protoss versus Protoss, Protoss, Protoss. Das heißt, drei Protoss gegen drei Protoss. Und ja, das ist natürlich schon an sich eine ziemlich große Sache, die hier vonstatten geht. Man sieht hier oben Maui, Maxim, Kazeshini. Im ein Team und dann ich, Hex, Nico und Ops im anderen Team. Und ja, wir sehen hier gleich schon von Maxim eine Probe, die rausfährt. Wir machen mal das Production Tab auf, damit wir nichts vergessen. Sehen von Hex, von mir also ein Nine Pylon, ganz normal, wie sich das gehört. Bei Nico sind wir noch nicht mal bei Nine Supply und bei Ops auch nicht. Das Ganze ist wie gesagt Casual Gamer. Naja, auf alle Fälle, die hier sind alle irgendwie Goldliga oder sowas. Auf alle Fälle sieht man, na oder auch schlechter, keine Ahnung, habe ich nicht nachgeguckt. Wir sehen jetzt hier, dass die Probe hier reinfährt bei mir. Und das möchte ich gleich als erstes mal sagen. Wenn eine Probe bei einem in die Basis reinfährt, vor allem in so einem Mirror Match, hier bilde ich jetzt noch kurz das Gate und dann sehe ich natürlich, dass sie da reingefahren ist. Wir können noch ganz kurz schauen, wie viel Mineralien hat. Der hat noch keine 100 Mineralien, um ein Pylon hier zu bauen, um mich dann zu Cannon rushen, was dann zu 100% vorhatte. Deswegen haut er jetzt hier ab. Und wir sehen halt im Production Tab, hier kommt die Forge, da kommt die Forge und ich glaube, hier ist die Forge schon fertig. Also überall Forges, außer jetzt bei mir, da wird jetzt erstmal das zweite Gate erschlossen, um das Ganze in gewisser Weise dann auszukontern, weil die haben da natürlich erstmal gar nichts. Wir sehen dann hier, Maxim schafft es, ein Pylon zu platzieren. Mein Teammate, ups, warnt sogar noch Nico hier davor vor dem Cannon Rush. Ich schreibe es auch nochmal, Watch out for Cannon Rushes. Und ja, da ist es dann auch gleich schon geschehen. Wir sehen hier auf der Seite, wird jetzt eigentlich nicht so wirklich viel produziert. Ein paar Probes werden produziert. Wir sind, was Income technisch angeht, bin ich derzeit mit dem gelben Maxim auf gleich auf. Er hat aber natürlich ein bisschen weniger Income, weil seine Probe hier vorne steht. Und ja, hier vorne sind zwei Forges gebaut worden. Warum weiß ich nicht genau. Hier wird jetzt gleich die Expansion kommen. Hier oben kommt jetzt eine Expansion von dem Spieler Maui. Ich fange dann an, langsam hier mal ein paar Zealots zu pumpen. Und wir sehen hier halt den voranschreitenden Rush. Wenn wir das bei Nico mal sehen, der sieht das nicht. Der sieht es einfach nicht. Der scoutet es nicht. Allgemein wurde nicht so wirklich gescoutet. Und ja, nur so teilweise immer. Das ist halt so Casual Gaming. Also normalerweise scouten nicht vergessen. Sieht jetzt hier, kommt ein Pylon zur Absicherung dieser Rampe, weil ich natürlich in dem Moment Schiss hatte, dass der Cannon Rush kommt. Weil ich natürlich dann irgendwann schon gewusst habe, dass hier der Cannon Rush kommt. Hier halt auch alles zugebaut von ihm. Aber das wird ihm jetzt auch nichts nützen, weil jetzt sind gleich die Cannon in Schussreichweite. Und dann hat er da sozusagen verloren. Ja, bei mir jetzt hier der Core im Auftrag. Wir schauen mal wieder ins Production Tab. Bei mir kommt der Core und Zealots. Und ja, hier kommt auch ein Core bei Nico. Und bei Kesashi, da kommt auch ein Core. Der ist wohl auf irgendwas Tech-mäßiges aus, auch wenn er noch kein Gas erschlossen hat, was natürlich ein Fehler ist. Ich habe schon Gas. Nico hat auch eins. Und ja, hier. Ups, er schließt auch gerade beide. Hier fehlt jegliches Gas. Hier fehlt jegliches Gas. Braucht aber zum Cannon Rush nicht. Hier fehlt auch jegliches Gas. Was natürlich schlecht ist, wenn er abtechen möchte. Das verlangsamt natürlich seine komplette Einnahmequelle an Gas. So, hier kommen jetzt noch ein weiterer Pylon. Einfach nur, um hier hinten auch noch ein bisschen Vision zu bekommen. Und ich Chrono booste dann das Warp Gate. Den Warp Gate Tag raus. Und ich schreibe hier gerade LOL, I told you. Ja. Die sagt, ich habe geschrieben, er soll aufpassen und auf Cannon Rush achten. Und jetzt ist es soweit geschehen, Cannon Rush geschehen und er muss sich jetzt hier gleich aus seiner Base verziehen. So,
Ich bin immer noch hier ganz normal. Ich habe inzwischen auch eine Forge gebaut, um mich dann vor allem gegen Dark Templar im späteren Spielverlauf zu sichern, um an den Eingängen Cannons zu positionieren, um die frühzeitig zu erkennen und dann da die Gegenmaßnahmen einzuleiten. So, ich habe mir gedacht, ja, wenn einer Cannon rusht, dann kann der keine Verteidigung haben. Und wie wir sehen, hat Gelb, also Maxim, auch nicht ein Warp Gate oder Gateway. Deshalb habe ich mir gedacht, na, kann man den ja mal wegklatschen. Ich wusste nicht, wo der ist. Beziehungsweise doch, ich wusste es doch. Hier entdecke ich erstmal Moyle, seine Expansion, und zerstöre ihm die. Und das macht natürlich erstmal gleich wieder schön Schaden für ihn, denn so verliert er erstmal schön 400 Mineralien und ich ja, kann weiter seelenruhig hier aufbauen und ja, unser Nico, der hier noch ein paar Probes über hat jetzt, der wird jetzt probieren, da hinten gleich rauszugehen, denke ich mal. Oder hier vorne raus und sich dann die Expansion da zu sichern. So, hier vorne kommt jetzt Ops auch mit mir mit und wir entschließen uns jetzt hier halt den Gelben anzugreifen, weil wir einfach wissen, der kann nichts haben, der ist hier vorne noch fleißig am Bauen von Towern und jetzt fährt er seine Probe zurück, weil er denkt, ja, er hat alles zerstört und fängt jetzt auch an, dann hier hinten eine Cannon Wall zu bauen, um sich dagegen natürlich zu schützen. Wir sehen hier bei Ops auch zwei Gateways. Bei mir sehen wir auch zwei. Das dritte und vierte sollte aber gleich aufkommen. Jetzt sind wir hier halt, geht's schön auf den Pylon. Wird der zerstört, kann die Kenne gar nichts mehr machen. So, und jetzt hat er eigentlich verloren und sollte seine Basis doch recht schnell verlieren. Schauen wir mal kurz, was die anderen beiden machen. Die haben sich hier erstmal mit Cannons eingewallt, aber auch schlecht nicht die eigene Ecoline geschützt, werden wir später noch sehen. Hier allerdings schauen wir mal ins Armee-Tab. Bin ich und Ops ganz, ganz weit voraus. Die anderen haben alle 0 bis 300, bei Supply 44 zu 11 zu 15. Also das Ganze kann jetzt schon eigentlich so gut wie beendet werden, wenn wir noch ein bisschen aggressiver spielen würden. Also hier kommt jetzt auf alle Fälle. Also mal der Push nur mit Zealots kann man natürlich als Rush bezeichnen, aber ich meine, nach 9 Minuten ist meiner Meinung nach das Ganze kein Rush mehr. Und dann ist das eher ein getimter Angriff. Und hier, wie gesagt, kommt jetzt die erneute Aufbauversuch von Maxim. Und ja, da wird wahrscheinlich auch durchkommen, soweit ich noch das Ganze in Erinnerung habe. Jetzt hier, Nico braucht natürlich Mineralien und ich habe Overmins ohne Ende, weil ich einfach zu wenig Produktionsstätten habe. Das ändert sich aber in diesem Moment. Es kommen hier zwei Warp-Knoten und Twilight Council mit ins Spiel. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich Charge haben möchte und Transit, denn das ist einfach eine extrem gute Basis, um seine Units zu verstärken. Und ja, jetzt sehen wir hier halt, habe ich hier einmal reingeschaut und gesehen, was hier los ist und weiß jetzt, hier ist alles voll mit Cannons und er hat ein paar Stalker und Zealots. Hier, was die Armee angeht, hat Orange hat immer noch nicht eine einzige Einheit. Der hat lediglich Starport und beginnt jetzt sein Void Raid zu produzieren. Das ist so eine typische Taktik in diesem niedrigen Casual Gaming Bereich. Man stellt eigentlich recht gut fest, dass alle immer so total viele Fehler machen. Zum Beispiel, dass er hier vier Probes ins Gas schickt, was übelst schlecht ist. Und ich das gerade mal eben so gesehen habe. Und dass er halt nur auf Void Rays geht und erstmal überhaupt gar keine Basisverteidigung hat, wodurch wir ihn eigentlich enorm auseinandercrushen können, so wie wir es jetzt hier oben mit Maui machen. Wir nehmen den eigentlich seine Basis schon so weit auseinander, dass hier seine Cannons erstmal nichts weiter machen können, beziehungsweise wir verlieren, würden eigentlich so gut wie alles verlieren, alle Zealots. Und deshalb ziehen wir uns erstmal zurück, aber wir haben ein paar Cannons außer Gefecht gesetzt und deshalb rücke ich gleich mal mit den Stalkern nach, die ich in der Zwischenzeit immer nachproduziert habe. Wir sehen hier zwei Gateways. Hier steht, da steht der Core, also der könnte auch Stalker machen. Hier ist auch Charge noch nicht erforscht und gar nicht. Aber schauen, was im Upgrade ist. Hier kommt bei mir, kommt die Expansion jetzt langsam mal, weil die anderen haben hier unten eine Expansion. Ja, und er hat keine gerade und wird das jetzt auch verlieren. Ich zerstöre ihm jetzt mal hier seinen Starport. Merkt dann natürlich hier, dass meine Hetze angegriffen werden und versucht die anders zu positionieren. Einfach aus dem Grund, dass man die
keine Zeichen dagegen nicht tun können. Das Starport fällt. Das heißt, Voyage Race für Lila erstmal Geschichte. Pylon gekickt. Wir schauen mal kurz drauf. Der hat aber genug Pylon, um hier genug Supply zu bekommen. Schauen wir mal ganz kurz ins Income-Tab. Lila hat derzeit 18 Worker und wird jetzt gleich erstmal richtig runtergehen auf ordentlich Worker, weil der jetzt hier natürlich dann verliert. Muss man ganz klar so sagen. Der verliert einfach alles da. Jetzt ist er schon auf 17 runter. Und jetzt ist er auf 7 Worker runtergefallen. Ja, und damit kann er natürlich jetzt, was ins Income-mäßige angeht, überhaupt gar nichts mehr machen. Immer wieder ins Production-Tab hier unten kommen. Immer noch fleißig Void Rays. Ich glaube, der hat inzwischen einen Void Ray, hat er, ja. Und kann damit dann vielleicht, oder könnte damit schon mal stressen. Das wäre irgendwo in gewisser Weise angebracht. Hier könnte er zum Beispiel stressen. Hier ist überhaupt nichts gesichert. Hier können rumfliegen und einfach alles kaputt machen. Hier sind auch keine Stalker und nichts. Die sind zu weit weg. Das gleiche könnte er hier machen. Mit einem wird er das sogar schaffen. Hier wäre es problematisch bei mir, weil natürlich ganz einfach hier stehen schon ein paar Stalker. Und die würden einfach alles kaputt machen. Hier oben stehen jetzt noch 4 Stalker. Die nehmen jetzt hier erstmal schön die Basis noch so teilweise auseinander. Und dann wird hier halt jetzt gleich so ein Angriff noch auf die Echse gestartet zusammen. Und die Orange lassen wir so ein bisschen vor uns, vor sich hin vegetieren, sag ich mal. Der kann also ein bisschen aufbauen, da wird irgendwie kein Druck gemacht. Das sollte vielleicht mal Nico machen, der aber auch derzeit überhaupt nicht so wirklich Income hat. Der stehen hier 2 Probes rum, was natürlich übelst schlecht ist. Und ja, da hat er natürlich, kommt er natürlich an nichts ran. Wir sehen dann hier jetzt im Production Tab, dass Charge bei Ops durch ist und dass er Dark Templar baut aus und er vergessen hat oder hat er schon erforscht. Nein, er hat Warpgate noch nicht erforscht, also auch extrem schlecht. Maxim ist jetzt eigentlich so gut wie aus dem Spiel raus, der kann gar nichts. Moi baut sich hier oben eine Echse drauf aus, auf die hätten wir natürlich einmal kurz checken können und dann zerstören. Das ist sicherlich ein Fehler von uns. Anstatt probieren wir hier in seine Main reinzukommen. Wir hätten ihn vielleicht containen können, das heißt, wir hätten die Ausgänge ganz einfach dicht gemacht und hätten dann sozusagen hier gestanden, hätten gewartet und irgendwann hätte er keine Mineralien mehr gehabt. Erstmal dauert das sowieso, weil der Typ hat 18 Mineralien und mit 18 Mineralien kann der eigentlich kaum Probes bauen und wir könnten hätten ihn eigentlich dann in dem Zeitpunkt zerstören können. So, jetzt geht's hier unten mal weiter. Hier mal schauen, was hier gebaut wird. Templar-Archiv, Dark Templar sind draußen, also alles mögliche an Tech draußen. Robo kommt noch, aber das alles immer noch auf einer Base. Da muss unbedingt die Expansion kommen. Bei mir läuft inzwischen 2 Bases laufen inzwischen voll. Hier, die beiden müssen noch zu Warp Gates umgebaut werden. Das sind alles so Sachen, die natürlich im Pro-Gaming-Bereich alles stattfindet gleichzeitig und die so im Casual Gaming nicht wirklich stattfinden. Man sieht jetzt hier mal, kann man so rein teasen und ja, mal schauen, was so abgeht. Und auch hier kommen genug Stalker durch, um die Eco auseinander zu schießen. Und ja, das wirkt sich natürlich jetzt auch gleich in der Economy aus. Der verliert hier derbe an Workern, was ihn natürlich in gewisser Weise auch wieder enorm zurückwirft. Und ja, jetzt kommen Void Rays, die werden angegriffen, haben aber dann letztendlich doch die Oberhand gegenüber die Stalker und deshalb, ja, werden die Stalker hier drauf gehen, aber das macht überhaupt nichts. Schauen wir mal in